Ein Fohlen aus der eigenen Stute. Ein Traum. Aber ein paar Spielregeln muss man beachten, einige Fragen beantworten. Ist das eine Stute, die schon mal ein Fohlen gehabt hat? Oder ist das vielleicht eine Sportstute, die nicht mehr aktiv im Sport bleibt? Wissen wir irgendetwas vorher? Ist sie fruchtbar? Häufig sollen Sportstuten nach ihrer aktiven Laufbahn erstmals zu Müttern werden. Sogenannte Maidenstuten, das sind also Stuten, die kein Fohlen gehabt hat. Wenn die denn 12, 13, 14 Jahre ist und das erste Fohlen kriegt, dann ist das so wie Frauen, die mit 50 gerne ein Kind haben möchten. Das muss man sich so immer klar machen. Mit dem Alter nimmt die Fruchtbarkeit ab. Aber es gibt auch noch andere Aspekte zu bedenken. Eine Sportstute, die sehr viel trainiert wurde, hat teilweise Probleme, einfach auf so eine Weide gestellt zu werden. Die fühlen sich alleine, die kennen sich nicht mehr aus. Das ist so wie Kinder, die nicht alleine spielen können. Das kann zu Problemen führen, dass sie nicht tragend wird. Ganz wichtig ist der Gesamteindruck einer Stute. Wenn die Stute zum ersten Mal kommt, dann schaue ich immer, sieht sie gesund aus? Ist sie ausgeglichen? Ist sie gut durchgehaart? Ist die rund? Ist die vielleicht zu dick? Oder ist sie in Turnierkondition? Gibt sie einen ruhigen Eindruck und so weiter? Ich schaue mir immer die Stute an, wenn sie vorbeigeht. Habe ich Bedenken vielleicht, dass die lahm ist? Da könnte ja auch dann Schwierigkeiten werden mit der Trächtigkeit. Aber wenn alles gut ist, dann legen wir einfach los und untersuchen die Stute. Und wir versuchen, dass die Stute sich wohlfühlt. Wir füttern sie vielleicht ein bisschen, nehmen Kontakt auf. Und dann versuchen wir dann, oft ist das für viele Stuten das erste Mal, dann wird also der Enddarm ausgeräumt von Kotballen. Und dann werden wir mit dem Hand fühlen. Wir können dann fühlen, natürlich Gedärme und andere Sachen auch. Aber wir konzentrieren uns dann auf die Gebärmutter und die Eierstöcke. Da kann man erstmal fühlen, ob es weich oder hart ist. Man kann fühlen, ob Eiblasen auf der Eierstöcke sind. Und zum Schluss, wenn man das alles untersucht hat, dann nimmt man auch die Ultraschall zu Hilfe und gucken, wie groß diese Eiblasen sind. Man misst das tatsächlich aus und dokumentiert das. Und hier das Ultraschallbild einer Eiblase. Der ist also fast 5 cm groß. Die werden so maximal 5 cm. Also wir können davon ausgehen, dass die ist so hochrossig jetzt. Und wir werden auch diese Stute heute besamen, weil wir davon ausgehen, in einem Tag oder eventuell zwei wird sie zu Eisprung kommen. Und wir schauen auch, ob die Gebärmutter gut aussieht, ob Rosse drin ist, das kann man schon von optischen sehen, weil der Schleimhaut ein bisschen aufgequollen und gibt so eine sogenannte Radspeichenstruktur. Das sieht aus, als ob man eine Zitrone durchgeschnitten hat. Der nächste Schritt ist die Tupferprobe, ein Abstrich, der auf Keime untersucht wird. Und dann haben wir, genauso wie beim Frauenarzt, kommt so ein Spekulum, was man reinschiebt. Man dreht das ein bisschen auf, weil die Scheide ist groß beim Pferd natürlich. Mit Lampe reinleuchten, wir suchen den Muttermund und hält das ein bisschen mit einer Zange fest. Ein Blick durch das Endoskop gibt einen näheren Eindruck. Hier sehen wir den Scheidenraum. Hier ist der Eingang zur Gebärmutter, der Muttermund. Und hier würden wir bei der Tupferprobe hier einmal reinhaken mit der Cervix-Fasszange und würden dann ziehen, damit wir eine gerade Öffnung, wo wir dann die Tupferprobe da durchführen können in Gebärmutter. Und dann wird ein Tupfer reingeschoben in die Gebärmutter, in die Gebärmutter einen Abstrich nehmen. Und das wird dann ins Labor geschickt und dann kriegen wir nach 2-3 Tagen dann ein Ergebnis. Das machen wir meistens in der Rosse, bevor die Stute belegt werden soll oder ganz am Anfang, dass wir das wissen, dass die Stute sauber ist, bevor wir loslegen. Gesamteindruck, Gebärmutter, Tupferprobe, alles scheint in bester Ordnung, aber etwas fehlt. Viele Probleme sehe ich heutzutage
Die Pferde stehen in Reitstall, da ist kein Hengst. Die zeigt nicht viel Rosse. Also ganz, ganz viele Leute kommen mit ihren Stuten und sagen, ja, wir wollen gern ein Fohlen, aber die rost gar nicht bei uns. Wir sehen nichts. Und das ist so ein bisschen abtrainiert und das zeigen die Stuten nicht unbedingt. Also das sind unsere Goldstücke hier. Die sind ganz, ganz wichtig, diese Probierhengste. Wie gesagt, haben wir die hier im Stall immer stehen, damit die Stuten diese Geräuschkulisse und so weiter immer wieder wahrnehmen. Zwischendurch holen wir auch die Stuten raus, stellen die vor dem Hengst und normalerweise denn stellt die Stute sich hin und zeigt dann Rosse. Wir beurteilen das in drei Stufen. Die erste Stufe ist, Stute stellt sich hin und akzeptiert, dass der Hengst so durch die Gitterstäbe schnüffelt. Der zweite ist, sie hebt auch noch den Schweif. Und die dritte Stufe ist denn fängt sie an zu blitzen und sie uriniert so ein bisschen. Und dann wissen wir, diese Stute ist jetzt paarungsbereit. Die Stute ist gesund und bereit. Jetzt muss der aus allen Blickwinkeln passende Hengst gefunden werden. Wenn die Stute vorher kein Fohlen hatte, dass man sie vielleicht orientiert in Hengst, wo man weiß, der ist gut fruchtbar, der ist verfügbar. Und ich kann vielleicht auch ein zweites Mal besamen. Der Weg zum eigenen Fohlen nochmal im Überblick. Wichtig sind der Gesamteindruck der Stute, die Untersuchung, das Abtasten der Gebärmutter und Eierstöcke, die Ultraschalluntersuchung, die Tupferprobe, die Rossezeiten, der Animier- und Probierhengst und nicht zuletzt die Samenwahl nach Qualität und Verfügbarkeit. Und der zentrale Tipp unserer Tierärztin lautet: Das Wichtigste ist, dass die Stute sich wohlfühlt, zufrieden ist, nicht gestresst ist. Man muss in sich hineingehen und überlegen, was kann man machen, dass dieses Pferd wirklich sich wohlfühlt. Das Wohl des Pferdes steht an erster Stelle. Wir tragen die Verantwortung.